Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer Folge Dead Cells. Denn heute am 28. März, 28.3., kam das Rise of the Giant DLC kostenlos tatsächlich für Dead Cells raus. Und wir gehen einfach mal normaler Modus. Okay, ja, ein neues DLC kam raus, ist wie gesagt kostenlos. Es gibt jetzt Skins und all so ein Scheiß. Wer Dead Cells noch gar nicht kennt, ich glaube, ich habe noch keinen Dead Cells. Das ist leise, das Spiel. Wo zum Teufel steckt denn der alte Knochenkasper? Okay, die Anfangs... Boah, der springt überhaupt nicht hoch. Ist der nicht mal höher gesprungen? Holy shit. Okay, ich hab's lange nicht mehr gespielt. Hier gibt's einen Holzblock. Der Hub hier sieht auf jeden Fall anders aus als früher. Hä? Kommt dann wirklich immer nur so wenig hüpfen? Okay, das ist krass. Ich muss es auf jeden Fall mal kurz lauter machen. So, klingt schon besser. Ja, DLC kostenlos, wie gesagt. Könnt ihr euch runterladen, wenn ihr Dead Cells habt. Es gibt neue Level, beziehungsweise ein neues Level im normalen Storystrang. Also wenn man den Endboss einmal besiegt hat, dann hat man da noch ein neues Level. Und auch noch ein relativ verstecktes Level, meinten die. Und ja, Geheimbereich entdeckt. Yay. Hatte das Spiel schon immer kein Sound, keine Musik? Okay, anscheinend hatte ich das für einen Stream mal aus, die Musik. Ist interessant. Gut, ich weiß überhaupt gar nicht, wie irgendwas geht. Man kann hüpfen, Doppelsprung machen. Ich hätte gedacht, man kann höher hüpfen, aber nein, man kann mit B hin und her sich rollen. Man kann aus seinem Körper sich rausschießen, Leute. Ich habe nämlich noch nie ein Dead Cells Video, glaube ich, auf meinem Kanal gehabt. Mit diesem grünen Etwas hier können wir von unserem Körper so ein bisschen weg und damit auch Gegner angreifen und so, aber ist relativ schwach. Hier seht ihr meine Dead Cells, die namengebenden. Ich nehme mal kurz. Ich pack vielleicht nur eine rein, glaube ich, weil die machen das Spiel schwerer. Umso mehr von diesen Dead Cells man drin hat, umso schwerer wird das Spiel. Man kriegt eine Dead Cell für jedes Mal, wenn man das Spiel einmal durchgespielt hat. Und wir lassen das mal so. Hier wird der Dungeon losgehen und jetzt kommt anscheinend irgendein DLC-Kram. Hier unten ist irgendwas Neues. Das kenne ich noch nicht. Was gibt's noch? Es gibt noch neue Bosse, also mindestens zwei, so wie ich das rausgehört habe. 10 neue Gegner, 13 neue Waffen oder Skills, neue Blueprints, ganz viele neue Secrets. Es gibt sogar Skins, Leute, aber die muss man auch erstmal freischalten. Und wenn man nach unten drückt, dann muss man sogar nach unten springen, damit er runterspringt. Okay, das ist krasser Gegensatz zu Rogue Legacy hier gerade. Was ist denn das hier eigentlich? Gut, ich hoffe einfach mal, dass wir Glück haben und eventuell diese neuen Bereiche sehen, aber auch wenn nicht, ist das bestimmt trotzdem ganz cool hier alles, weil wir... Oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, welche Waffen gut sind. Weil ich noch nie ein Dead Cells Video hatte. Ich erkläre euch auch alles. Was gibt's denn so? Unten rechts steht der Seed über der Map. Unten ganz rechts ist natürlich die Map. Ja, aber kann angreifen. Unten links seht ihr die Leben. Wir haben 100 Leben. Links daneben seht ihr die Skills, die man hat. Das zeige ich euch später. Und darüber sind die Waffen und was weiß ich alles. Erkläre ich euch, während wir spielen. Wir nehmen mal erstmal den Doppeldolch hier mit. Wir können zwei Waffen mitnehmen. Jetzt haben wir den Doppeldolch. Ihr seht, der ist rot umrandet. Und je höher die Zahl ganz unten links ist, also die rote Zahl, umso stärker wird auch diese Waffe. Dieser Bogen, den wir haben, mit dem kann man halt auch angreifen. Das ist allerdings ein komischer Bogen. Bögen haben auch Munition. Also man kann damit nicht einfach spammen. Das hier ist neu. Ach du Scheiße, das ist wahrscheinlich ein neues Gebiet. Und der Bogen verbessert sich mit unten links den Zahlen orange und grün. Ich weiß nicht, ob ich bin jetzt schon im Dungeon drin, ne? Man sollte sich nämlich eigentlich am Anfang beeilen, damit man coole Sachen bekommt, so Zeitzonen. Es muss es wohl ziemlich eilig gehabt haben. Okay, das ist auf jeden Fall ein neuer Boss. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon gegen einen Boss kämpfen will. Oh, das Monster, das die Tür eingeschlagen hat, ist danach in die Lavagrube gestiegen. Oh, das muss ich mir jetzt aber nicht noch antun, oder? Doch, ab in die Lavagrube. Achso, wir sollten nur angucken. Lavagrube. Was soll ich denn machen? Soll ich da rüber? Man kann auch irgendwie noch in der Luft dashen oder sowas, glaube ich. Hä, keine Ahnung, Leute. Wahrscheinlich braucht man hier irgendwas Neues. Also das ist jetzt hier alles neuer Content, den kenne ich nicht. Okay, wir nehmen uns wieder Waffen mit. Eissplitter sind eigentlich mega gut. Wie nennt man das auf? Okay. Ach du Scheiße, ich habe wirklich gar keinen Plan mehr. Ich weiß nicht, was man hier machen soll. Also man kann darüber, so wie ich das gerade gesehen habe, also man kann einen Doppelsprung machen, rübergehen und die Tür öffnen. Okay, geht doch nicht. Gut, dann haben wir halt schon Leben verloren. Keine Ahnung, was das hier ist. Vielleicht muss man irgendeinen Skill dafür freischalten. Wir spielen jetzt erstmal. In Dead Cells ist es nämlich wichtig, dass man eigentlich relativ schnell durch die ersten Ebenen geht. Ah, man kann auch nach unten diese Attacken machen. Stimmt, das habe ich ganz vergessen. Man kann auch parieren und so einen Scheiß und dann den Gegner voll krass Schaden machen. Ich muss hier erstmal klarkommen, Leute. Hier, wir haben auch Skills, dass man durch Sachen durchgehen kann und so, aber
Wow. Okay, ich hätte mich vielleicht erstmal einspielen sollen. Aber passt schon, Leute. Und wir haben jetzt eine Dead Cell drin. Heißt, die Gegner sind jetzt ein bisschen schwieriger und es gibt hier anscheinend auch andere Gegner. Nein, lass mich. Hier, friss das. Oh Gott. Du machst ja Schaden. Ich glaube, das ist ein neuer Gegner. Den habe ich davor auch noch nie gesehen. Ja, es ist ein Roguelite. Die sind wirklich neu. Dass sie gleich im ersten Raum sind, ist ja richtig assig. Es gibt Truhen, da sind Sachen drin, aber wenn man die öffnet, okay, da passiert gar nichts. Wenn man das im Stream macht, dann kommen da Gegner und keine Ahnung. Oh Gott. Okay, ich bin gerade super verwirrt, merkt man vielleicht. Ah, ich dachte, das wäre ein bisschen ähnlich wie Rogue Legacy, aber das ist ja ganz anders. Ich habe das ganz anders in Erinnerung. Das ist auch schon eine Weile her, seit ich das gespielt habe, ehrlich gesagt. Also 6 Monate bestimmt. Ah, der hat ein Schild. Okay, was haben wir hier? Ein Fehler. Der klingt ganz gut, glaube ich. Ist der stärker? Landet einen kritischen Treffer, wenn das Ziel vor einer Wand steht. Opfer frieren Gegner in der Nähe ein. Ich glaube, wir bleiben an unserem Rapier. Ich mag den eigentlich recht gerne, muss ich sagen. Okay, und wir spielen jetzt hier einfach und hoffen, dass wir relativ weit kommen. Ich weiß jetzt nicht, was unser Ziel ist. Man hat pro Ebene, oh Gott, so viel zu erzählen. Man hat pro Ebene 2 Ausgänge. Beziehungsweise wohl in einer Ebene jetzt auch 3, weil es ein neues Gebiet gibt im normalen Strang. Das hier ist neu. What? 30? Okay, wir haben in 2 Minuten geschafft, die erste Ebene zu machen. Und jetzt können wir anscheinend hier durch die Tür durch. Okay, die 9 Zeitzonen sind jetzt also Türen? Keine Ahnung. Ich denke mal, wir können nur 1 von den 3 Dingern mitnehmen. Während des Runs, wie bei Roguelites üblich, kann man sich halt andere Waffen holen und sowas. Jetzt ist es nicht so wie bei Isaac, dass man die Waffen alle kombinieren kann und alle gleichzeitig hat, sondern man kann sich, muss sich immer entscheiden. Wir haben halt unten 4 Plätze, es gibt 2 Hauptwaffen. Das ist in unserem Fall jetzt der Rapier und diese komischen Eisdinger, die ich nicht so geil finde. Und dann noch 2 Fallen. In diesem Fall sind das diese Rotorblätter hier, die anscheinend auch eine Giftwolke machen. Und eine 2. haben wir noch nicht. Und man kann auch Amulette mitnehmen, davon kann man aber auch nur 1 mitnehmen. Und der wird jetzt machen, dass wir 5% weniger Schaden erleiden. Und dann hat jedes Schwert noch seine eigene Verbesserung. Also zum Beispiel ein geöltes Schwert Level 4 und dann noch ein Plus, also ist das eigentlich voll gut. Und der tränkt die Gegner mit Öl ein. Und wenn man dann noch irgendeine Attacke hat, die Gegner brennen zufügt, ein Feuerbogen oder sowas, dann könnte man die Gegner anzünden. Ich glaube, oh, Schwarm ist natürlich mega gut eigentlich. 4 Sekunden nur Abklingzeit, nee, 30 Sekunden Abklingzeit. Ich glaube, ich nehme das Amulett mit, einfach, weil ich es kann. Dann haben wir ein Amulett und unsere Halsfessel ist weg. Ja! Jetzt kriegen wir weniger Damage. Geiler Scheiß. Wieso, achso. Ich bin so verwirrt. Meine Güte. Ich will neue Sachen sehen, aber wir haben zumindest schon mal einen Gegner gesehen. Sieh mal an, wer hier ist. Ja, hier. Was habe ich dann letztes Mal so gemacht? Spiegel des Jägers, das ist neu. Schaltet neben dem Schreiber einen Spiegel frei, der sich bei deinen Jagden als nützlich erweisen könnte. Okay. Ja, packt da mal die Zellen rein. Man sammelt während des Runs Zellen und damit kann man Verbesserungen sich holen. Also bei diesen Zellentypen hier, es gibt auch noch andere Leutchen, hier er zum Beispiel, da kann man die Modifikation ändern von seinen Waffen. Und er gibt dir eine Mutation, so ein bisschen wie bei Nuclear Throne. Die sind allerdings begrenzt, die Mutation. Man kann sich, glaube ich, nur 3 Mutationen holen oder sowas. Und wir holen uns erstmal, dass wir nicht sterben, wenn wir sterben. Versteht ihr? Oh, wir können uns nicht heilen. Das ist natürlich schön. Ich glaube, weil wir eine Dead Cell drin haben, können wir uns hier jetzt nicht heilen. Ansonsten kann man sich nämlich nach jeder Ebene einmal voll heilen und ist dann voll gut drauf. Voll Tool drauf. Naja, ansonsten gibt es natürlich noch so eine Eskus-Flask quasi, mit der man sich heilen kann. Ich glaube, ich setze jetzt auch mal eine ein. Schlupp. Aber wieder volle Leben, Leute. Und ja, ihr seht. Lol. Okay, die mag ich so gar nicht irgendwie. Hä? Die neuen Gegner sind doof. What the fuck? Der schießt einfach viel zu schnell. Jo, und der schießt einfach 3-mal. Hör auf jetzt, du Blödkopf. Oh mein Gott. Gut, dass wir uns geheilt haben. Wir wären zwar trotzdem nicht gestorben, aber trotzdem. Die! Ah! Nein, jetzt sind wir sogar in der... Wir sind unten, in der Kanalisation. Die habe ich früher schon nicht gemocht. Wow. Ja, ansonsten sehr wichtig in diesem Spiel ist es... Oh, schon wieder der Typ. Ich weiß nicht! Okay, wir müssen den einfach nur ausweichen und es sollte da eigentlich ganz gut gehen. In diesem Spiel ist es sehr wichtig zu parieren. Beziehungsweise halt im richtigen Moment auszuweichen. Ihr seht immer, wenn die angreifen wollen, dann haben sie so ein
Ausrufezeichen über dem Kopf. Das sieht mir wie ein... Okay. Wie ein Secret aus, aber ist es anscheinend nicht. Lass mich doch in Ruhe. Und wenn die so ein Ausrufezeichen über dem Kopf haben, dann bedeutet das, dass sie jeden Augenblick anfangen zu... anzugreifen. Und dann sollte man am besten nicht mehr... Scheiße. Dann sollte man am besten... Achso. Nicht mehr in der Angriffslinie sein. Würde ich mal so behaupten. Alter, diese neuen Gegner, ich hasse sie jetzt schon. Ich bin mir nicht sicher, ob die auch kommen, wenn man noch keine Dead Cell drin hat. Weil da stand irgendwas, dass man neue Sachen erst bekommt, wenn man einmal den ersten Boss besiegt hat. Weil sonst das Spiel wohl einfach zu schwer ist. Aber keine Ahnung, Leute. Aber wenn euch das Spiel gefällt, es war ja relativ bekannt letzten Sommer. Da war es, glaube ich, ein Spiel des Jahres oder sowas. Also wurde sehr gut angenommen von den Leuten. Oh, nee. Elite, lass mich in Ruhe, ich will nicht kämpfen. Ja, dann holt euch das DLC. Ist, wie gesagt, kostenlos. Weil die meinten, jo, ihr habt das Spiel alle so gefeiert, obwohl das Spiel noch gar nicht so richtig fertig war. Ja, nehmt dieses DLC kostenlos. Finde ich cool. Das bedeutet, dass die Entwickler nicht geldgeil sind. Die sind nicht EA, ist doch schön. Schön zu wissen, dass es auch Entwickler gibt, die nicht EA sind. So, man kann die Gegner so ein bisschen stunlocken. Man kann sie ja nicht angreifen. Meine Waffe gefällt mir ehrlich gesagt nicht so gut. Und irgendwie haben wir bisher noch keine Verbesserung bekommen. Das ist auch selten. Eigentlich gibt es im Dungeon überall so Verbesserungen. Oh Gott. Kann man schneller rennen, wenn man zwei doppelklickt? Nee. Okay, gut zu wissen. Hui, hui. Ja, es gibt ganz viele verschiedene Gegner. Ich weiß nicht, soll ich die erklären? Also der Typ da spuckt und die Dinger explodieren und der greift auch an und ja, das machen die Gegner so. Wir haben so gar keine Leben schon wieder. Richtig cool, es gibt auch Waffen, die einen heilen. Oder man isst einfach ein Baguette, da geht es einem auch ganz gut, hier 50 Leben wieder zu bekommen. Und eigentlich müssen wir uns langsam mal verbessern, aber gerade kriegen wir noch nicht solche Verbesserungsdinger. Das finde ich komisch, Leute. Weil wir sind jetzt immer noch Level 1 quasi. Man muss sich verbessern, damit man später überhaupt die Gegner noch vernichten kann, weil sonst ist man zu schwach. Die Dinger hier sind Teleporter, da könnte man sich reinlegen und dann... Guck mal, da unten ist zum Beispiel irgendwas. Lass mal nochmal da hingehen. Dann kann man sich über die ganze Map teleporten, falls man mal falsch gelaufen ist oder so. Zack, zack. Ja, geil, Gift, ich liebe Gift. Oh ja, Gift ist richtig toll. So, Blödkopf. Die sind unsichtbar, das sind einfach solche Assassinen, diese neuen Leutchens. Was geht denn ab mit denen? Was haben wir hier? Gold und eine Bombe. Ist doch nett. Ja, diese Fallen, die kann man permanent einsetzen. Okay, wir werden einfach instant vergiftet. Sehr interessant. Allerdings haben die eine Abklingzeit und deswegen muss man schon so ein bisschen hantieren, wann man die genau einsetzen will. Das ist ein Shop-Typ hier. Unten rechts seht ihr die Münzen, die wir haben. Aber das ist ja alles Bullshit, deswegen will ich das alles nicht haben. Lalala, aber im Shop, wenn man mal ein bisschen Stress abbauen will, dann kann man sich den Shop niederlassen, weil da geht die Zeit auch nicht weiter. Auf die Zeit sollte man tatsächlich achten, weil, wie gesagt, gibt es Zeittore. Und wenn man zu langsam ist, dann kommt man da nicht durch, aber diese Zeittore sind wichtig, weil in diesen Zeittoren bekommt man... Sturmschild. Nee. Bekommt man diese Zellen zum sich verbessern und auch anderen Kram. Ja, ganz wichtige Sachen und so. Deswegen das Spiel geht so ein bisschen darauf, dass man auch so ein bisschen schnell sein soll. Wir haben nur noch ein Leben. Ausgewichen. Und stirb, du komisches Viech. Ich glaube, das war jetzt unsere... Okay, eine Bosswaffe. Nett. Bitte was? Ich glaube, unsere Mutation ist gerade... geile Waffe. Ist gerade abgegangen, weil wir sonst gestorben wären. Deswegen haben wir mit einem Leben überlebt, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Was bist du? Hallo, jemand zu Hause? Zwei Bosszellen erforderlich. Aha. Hatte ich ja eigentlich drin. Keine Ahnung, Leute. Super verwirrt, immer noch. Still verwirrending.
Grüner Schleim. Okay, cool. Was gibt's hier? Gibt's nix. Okay, grüner Schleim. Wo sind die Ghostbusters, wenn man sie mal braucht? Oh Gott. Okay, wir haben eine richtig gute Waffe jetzt eigentlich. Die blöde Sache ist, die ist relativ langsam. Aber ich glaube, die hat irgendwelche coolen Effekte. Alter. Also super langsam. Ist eine Bosswaffe? Ist die vom Endboss, glaube ich sogar? Zack, zack, zack. Schaltet man, glaube ich, auch erst frei, wenn man den Endboss einmal legt. Doch, mega cool. Eigentlich mega cool. Und wir sind tot. Okay, das war jetzt unsere Mutation. Jetzt haben wir eine Mutation weggepackt. Cool, einfach umsonst. Die ist jetzt super unnötig, diese Mutation. Oh. Weil dieses Ding einfach explodiert ist. Ach ja, und sonst muss man einfach auf alles achten, dass er nichts tötet. Oder das war cool drauf, Leute. Das war richtig gut drauf. Habe ich tatsächlich früher relativ häufig im Stream gespielt. Also ich habe 24 Stunden, glaube ich, Spielzeit da drin. Und der Einzige, der immer zugeguckt hat, war der Rannik. Ja, ja. Der Rannik hat da, glaube ich, sogar schon 95 Stunden drin. Also Rannik, hol dir auf jeden Fall das DLC. Macht dir bestimmt immer noch Spaß. Zack, RIP. RIP, RIP, RIP. Das Blöde an Dead Cells ist leider, dass wenn man einmal das durchgespielt hat, also einmal den Boss besiegt hat, dann gibt es wirklich nur noch diese Zellen, dass die Gegner ein bisschen stärker werden. Das habe ich auch schon mal irgendwann bemängelt in einem anderen Let's Play. Oh Gott. Ja, okay. Gefällt mir jetzt nicht so. Da haben wir so eine Verbesserung, von der ich gesprochen habe. Und jetzt können wir nämlich aussehen, was wir machen haben wollen. Hier, Brutalität wird dann zum Beispiel 15% mehr Schaden auf rote Gegenstände geben. Das wird jetzt alle unsere Waffen verbessern tatsächlich. Und uns 39% mehr Leben geben. Ja, Taktik dasselbe mit lila, aber mehr Leben geben. Und grün gibt dann die meisten Leben. Und macht Schaden für grüne Gegenstände. Bringt auf unsere Hauptwaffe auch was. Deswegen nehme ich das mal mit und heile mich vor allem mal. Haben wir leider keine Heilungsdinger mehr. Ich hoffe einfach mal, wir können uns nach der zweiten Ebene zumindest heilen. Das wäre ganz schön, dass wir unsere Flasks zumindest einmal aufladen können. Will ich das machen? Aber ja, nach einem Durchspielen ist dieses Spiel... Hä, wie unnötig. Hä? Okay, whatever. Ja, relativ dasselbe immer wieder. Deswegen weiß ich nicht. Also ich hab eine Zelle nochmal reingepackt. Hat man auch nach einem Durchlauf wieder den Boss besiegt gehabt. Und dann hatte ich keine Lust mehr. Ich packe mal alles auf diesen Spiegel. Ich möchte ehrlich gesagt wissen, was der macht. Neue... Obwohl... Wir haben ja relativ viel Geld, ne? Auf Plus können wir das ja mal bringen hier. Ja, go! Was macht der jetzt Cooles? Dann hat 6 Sekunden lang kritische Treffer, wenn du mit dieser Waffe in schneller Folge 2 Gegner tötest. Yay! Die Überreste der Opfer explodieren. Ja, geil. Finde ich gut. Was hast du Schönes? Ich hätte gern... Warte, es gab irgendwas, dass man sich... Genau, Nekromantie. Dass man sich heilt. Ah, die haben das jetzt mit Prozenten gemacht. Stellt 0,32% GP wieder her, wenn ein Gegner stirbt. Reduziert deine Infektionsstufe, wenn du einen Boss tötest. Was soll das denn heißen? Keine Ahnung, was Infektionsstufe ist. Vielleicht ist das neu. Aber ich nehme auf jeden Fall Nekromantie mit, weil jetzt können wir uns heilen, wenn wir... Gegner töten. Und jetzt ist auch hier diese Medizinfiole wieder da. Okay, also anscheinend nur alle 2 Ebenen. Höchst interessant, Leute. Übrigens, wenn so ein Fahrstuhl kommt, dann sollte man nicht unten drunter stehen, weil sonst zerquetscht der eine oder das war, da hat man Leben verloren. Das ist nicht so cool. Ab zur alten Kanalisation! Bisher ist aber noch nichts Neues, nur dieser eine Gegner, der ist neu. Und am Anfang halt dieser komische Boss, der in die Lava gesprungen ist. Ich hätte gerne noch irgendwie einen Skin. Ein Skin zum Freischalten. Das sieht neu aus. Diese Ebene sieht neu aus. Gerade wenn man drüber redet. Ich glaube, unsere Waffe ist auch ein bisschen schneller geworden, jetzt wo wir sie verbessert haben. Zumindest wirkt das gerade so. Oh, okay, da sind... Yo! Okay, nein, die ist nicht neu. Ich glaube, hier bin ich nur nie hingegangen, weil diese Pilze einfach mega kacke sind. Okay, super verwirrt. Unsere Waffe schießt jetzt aber dank der Plus... Doch, das ist ja neu, oder? Die Teleporter sehen so komisch aus. I don't know. Ist das neu, Leute? Ich weiß nicht. Hier gibt es auf jeden Fall Fallen und so ein Scheiß. Sieht neu aus. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals... hier am Gangeln war. Am Rumgängeln war. Teleporter sehen halt auch so cool aus. Cool. Ich habe auch gehört, dass es neue
neue Story-Elemente gibt. Von daher mal gucken, ob wir da auch irgendwas mitbekommen. Was war das Schönes? Ein Dienstschlüssel. Nehmen wir mal mit. Das ist auf jeden Fall neu hier, Leute. Diesen Dienstschlüssel hatte ich davor noch nie. Okay, dann bin ich mal interessant. Was ist hier... Bin mal gespannt, was es hier für neue Gegner gibt und so. Bisher sind hier noch keine neuen Gegner, sondern nur die Gegner aus den alten Bereichen. Außer vielleicht diese Pilze. Die könnten ganz eventuell neu sein, aber bin mir nicht sicher. Sowas Ähnliches gab es auch schon mal in einer anderen Ebene. Noch ein Schlüssel. Hä, jetzt habe ich zwei von denen? Braucht man davon drei oder so? Und dann kann man zu einem neuen Boss gehen oder was? Das ist wahrscheinlich dieser neue... Dieser neue Bereich, der nicht so gut versteckt ist. Sie meint nämlich, es gibt einen Secret-Bereich, der aber schlecht versteckt ist. Vielleicht ist das ja das. Aber ich kann mich auch gerade ganz doll irren. Und vielleicht... Huch. Okay, RIP. Hä, war das jetzt neu oder nicht? Oh, ich bin so verhört, Leute. Ich glaube, ich muss mich erst nochmal einspielen. Ich weiß jetzt nicht, wie wir das weitermachen. Die Folge geht jetzt halt auch schon 20 Minuten, das sollte erstmal lang. Ich weiß nicht, ihr müsst mir mal sagen, das war jetzt eine sehr verwirrende Folge. Ihr müsst mir mal sagen, ob ihr vielleicht mehr Folgen davon sehen wollt. Vielleicht ist der Hype darum halt auch schon wieder vorbei. Oder ich zeige euch einfach nur, was es so Neues gibt, wenn ich vielleicht mal da unten reinkomme, wenn ich wüsste, wie das geht. Weil offen ist das ja anscheinend nicht. Okay, ich glaube, wir haben eine neue Ebene gesehen zumindest. Und ein bis zwei neue Gegner. Okay, dann ist dieses Video einfach nur dafür da, dass ihr wisst, dass das neue DLC draußen ist. Yay, gut. Danke fürs Zuschauen, liebe Leute. Hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß, auch wenn das ein komischer Part jetzt war. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.